Oh dear. Rainbow Reactor. Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen Rainbow Reactor und wir gucken uns mal kurz hier ein bisschen um. Gucken mal hier runter, mal gucken, wie weit ich gehen kann. Ja, das wird der Rainbow Reactor sein. Hat so ein bisschen was von Steampunk, dieser Look. Sieht echt cool aus. Richtige Industriehalle. Ja, kommen wir mal zur Spielfläche. So, wir haben hier ein Feld, wo farbige Kugeln drin liegen. Und immer wenn man mindestens drei Kugeln zusammen hat, die gleiche Farbe haben, explodieren diese und es gibt Punkte. Und ja, ich glaube, das kennt man von vielen Handyspielen und so. Ich bin eigentlich kein Freund von diesen Handyspielen, aber in VR ist das natürlich was ganz anderes. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit Level 1. Und ja, viel Spaß. Here we go. Hier kommen jetzt immer die Kugeln. Balls are emitted from the reactor. Diese Chromium-Kugeln. They are pretty volatile. Grab them and don't let them fall. So, ich probiere mal hier direkt vorne zu werfen. Genau, nochmal zwei. Ah, ich wollte eigentlich einen Tick nach vorne. Dann hätten wir eventuell vier mitnehmen können. Ziel ist natürlich, so viele Kugeln wie möglich explodieren zu lassen. So, da. Und dann setzen wir den jetzt dahin. Dann haben wir fünf Kugeln. Ah, Mist. So, machen wir da noch zwei. Da bauen wir uns jetzt noch was auf. Können natürlich auch da, aber... So, in Level 1 haben wir immer noch diese Halterung, wo die reinfallen. Gleich aber nicht mehr, dann fallen die auf den Boden und es gibt Strikes. Und bei ein paar Strikes ist man dann halt auch raus. Ah, Mist, der sollte einen Tick nach vorne ein... Dahin sollte der eigentlich. Da bauen wir uns jetzt nochmal. Dass wir ein bisschen größere Explosionen hinkriegen. Oder Kettenreaktionen, wie man das auch immer bei dem Spiel hier nennt. Nach vorne. Wir brauchen Gelb. Wenn wir jetzt falsch werfen, dann haben wir die Arbeit umsonst. So, die drei können wir gleich direkt kaputt machen, genau. Ich will jetzt noch ein paar Gelbe haben, aber die kommen nicht mehr, ne? Natürlich blöd, da haben wir uns jetzt gerade Punkte weggenommen. Da kommt was Geldes, das ist gut. Ja, aber so wie ich mir das vorstelle, wird das nix. Nehmen wir die hier mal mit. Okay, da haben wir schon. Wir haben keinen Strike, das ist schon mal sehr gut. Weil die Strikes nehmen wir, glaube ich, mit. Chromium balls in the pool. Not bad. You get 100 bonus points and will clear one strike. You cleared the shift without any strikes. You'll get 1000 yes. bonus points. Kein Strike ist gut. Okay. Wie wir sehen, diese Auffängbehälter sind jetzt nicht mehr da. Das heißt, wir müssen echt aufpassen. Sonst gibt es schon einen Strike, wenn die auf den Boden fallen. Die schimmern so schön. Okay. Jetzt mal den hier hinten, oder hier vorne eher gesagt. Da kommen zwei Gelbe, das ist ganz gut. Not bad. Ah, der rückt nach vorne, da hätte den einen auch noch mitgenommen. Das war natürlich auch blöd, der auch. Hoffentlich gibt das keinen Strike, weil der liegt nämlich daneben.
gelber. Nein! Mist! Erster Strike. Ich hatte die Befürchtung, dass der rausfliegt. Jetzt gucken wir uns mal kurz das Schimmern an. Sieht echt cool aus. Dann machen wir erstmal die hier vorne kaputt. Da kommt noch ein gelber an. So. Man kann eigentlich ganz gut werfen. Wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, wie ich eben. Ah, Mist. Das meinte ich mit blöd anstellen. Okay. Jawohl, das. Okay, da kommen noch gelbe, ist aber gut. Komm, du kommst mal hier hin. Mist. Komm, gelb, ich brauch gelb. Da habe ich da schon gerufen. So, den müssen wir jetzt da in die Ecke setzen. Jawohl, genau dazwischen. Ah, der war knapp. Da kommt noch ein gelber, okay. Okay, wir haben einen Strike mitgenommen, leider. Any chromium balls left will be deducted from your score. Vom Look her echt cool, man kann hier die ganze Stadt überblicken. Chromium balls in the pool. Not bad. Echt nett gemacht. You get 100 bonus points and will clear one strike. Das Spiel erscheint am 15.01. ist Early Access. Und ja, ich durfte das jetzt schon vorab testen. Und danke auch nochmal an Fini, der den Kontakt hergestellt hat und mir den Key gegeben hat dafür, damit ich das hier testen kann. Da muss man natürlich auch die VR-Legion noch erwähnen. Da ist der Fini auch aktiv. Also Leute, schaut mal auf vr-legion.de. Eine sehr coole VR-Seite. Ich würde fast sagen, eines der besten. So, am Ende, wenn man das nicht mehr geschafft hat oder zu viele Strikes hat und kaputt ist, gibt es eine Highscore. Da bin ich mal gespannt, wo ich dann landen werde. Und die Bälle kommen jetzt immer schneller. Nein! Ja, ich weiß. Ich hab Mist gebaut. Da sollte der hin. So, man kann diese Kugeln auch zusammensetzen. Das zeige ich euch jetzt. Dann gibt es eine andere Farbe. Schaut, grün. So, dann haben wir das schon mal weg. Schauen wir mal, was das für eine Kugel gibt. Oder für eine Farbe. Blau. Blau haben wir da hinten. Machen wir aber den gelben jetzt erstmal weg hier. Oh, da hinten kommen. Da hinten müssen wir echt was machen. Nice.
three strikes left. Good. Das war Mist, Tupac. Blöd, dass man hier jetzt keinen Behälter mehr hat. Na komm, den müssen wir jetzt. Ach. Weil von da kommen jetzt auch immer mehr. Oh, das kann doch nicht sein. Oops, I did it again. So, komm. Ich treffe da nicht, wo ich hin will. Eben sage ich noch, das ist relativ einfach. Und gleich knallen mir hier die Strikes rein. Nicely done. Komm. Okay, wir bräuchten jetzt mal was Rotes. Ja, blau ist aber auch nicht schlecht. Ich wollte aber eigentlich ein bisschen nach vorne noch. Die Musik wird immer schneller. Ich treffe nicht da, wo ich hin will. Verdammt. Ja, super. Das habe ich selber verbockt. So. Na, keine gute Runde von mir jetzt hier. Habe ich gerade selber verbockt. Ich werfe auch total blöd. Komm. So schnell geht's, Leute. Alter, was geht da ab? So, jetzt kommt der Chris Reality. Ist 19. Ich bin 17. Hoshi 15. 14. ist der Mo Tenzin von Mo Fun VR. Den Dracula kenne ich nicht. Ja, machen wir direkt nochmal. You can change the chromatic polarity. Okay, jetzt geht's direkt weiter mit Level 3. Two of them in your hands, but be careful. Some colors do not work together. Dann machen wir jetzt erstmal die normalen Farben alle weg. Energy loss. Take a close look at adjacent walls to get an idea of what will happen. So, dass wir gleich gucken können, um die anderen Farben zu generieren. Rot und Blau. Zum Beispiel hier Blau. So. So, da hinten muss nämlich schon mal einiges weg. Sehr gut. Wer da gelacht hat, wir das hier nicht packen. Das ergab Blau? Ja. Den kann man mal hier vorne setzen. Hier vorne. Ah, da kommt noch ein Gelber. Dann haben wir Gelb schon mal weg. Komm. Okay, den würde ich jetzt am liebsten erstmal mixen, bevor ich da jetzt halt wegspringe. Der ist endlich mal dahin gegangen, wo ich hin wollte. Jawohl, der passt auch noch. Dahin? Na. Wir haben uns sitzen. Jawohl. Sagen jetzt mixen wir nochmal. Oh, what a nice color. Ah, the nice color. Jetzt haben wir aber eine nice color und. Nice mix.
Das ergab rot, glaube ich. Mist. Kommen wieder viele gelbe. Können wir aber direkt wegmachen. Wir müssen da hinten jetzt langsam. Komm, dann kriegen wir nochmal rot, da können wir noch was wegbekommen. Jawohl, das ist gut. Also, ich will keinen Strike kassieren hier. Nicely done. Ja, war gut. So, jetzt können wir nochmal rot machen, dann können wir die zwei da hinten auch noch wegkriegen. Wenn ich treffe. Jawohl. Jetzt läuft's. Komm. Wir bräuchten blau nochmal. Ja, alle kriegt man nicht weg. Okay. Komm! Fuck, Strike. Ich weiß. Five reactions to go. Five reactions to go, okay. Kommen jetzt nur hier. Boah, das war knapp. Alter. One reaction. Extra energy. Das ergab rot. Kann man hier in vorne setzen? Vielleicht kann man noch einen roten machen. Ist gut. Das ist grün jetzt, ne? Kann man eigentlich nirgendwo gebrauchen? Mist! Man sollte nicht so landen da. Da ist noch was Gelbes. So, wenn wir jetzt noch einen hellblauen bekommen. Jawohl, ist ja schon mal trotzdem gut. You left more than 10 chromium balls in the pool. We will deduct points for each ball. Ja, ja, wir nehmen hier Punkte weg, weil so viele da lagen. Okay, was wir mit leben? We are making good progress in creating enough energy for the city. I know you are still new. Natürlich blöd, dass jetzt gerade keine anderen Kugeln da liegen. Das muss ich direkt mischen. Ja, die müssen wir hier vorne setzen. Nützt nichts. Die können wir wieder mischen. Hätte der nicht nach vorne kippen können. Gerade ruckelt das Spiel leicht und ich dachte gerade, ich hätte den gehabt, aber hatte den doch nicht. Der muss sitzen. Jawohl. Der sitzt auch. Da können wir wieder Farben mixen. Kann ich stressig werden hier? Hier wollte ich nach hinten. Das wird rot. Der muss hier vorne weg. Rot ist da auch noch. Nee, genau falsch. Aber ist egal, den kann man trotzdem kriegen. Da noch.
Jetzt kann man wieder rot mischen. Komm. Warte. Komm. Jawohl, der sitzt. Rot. Das ist auch gut, weil wir müssen den da wegkriegen. Feuerblock, genau, so. Dann setzen wir jetzt hier. Und hier vorne aufrollen. Und grün bräuchten wir noch. Gelb kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Zack. Jetzt noch ein gelber, jawohl. Dann kann man da wegmachen. Na gut, könnten wir da noch generieren. Wenn jetzt noch ein gelber kommt, wäre das gar nicht schlecht. So. Okay, da müssen wir wieder grün machen. Müssen die eigentlich verbinden? Man sollte auch woanders hin. Fuck! Ja, danke. Danke für die Info. Der war echt gut. Oh nein, wir kriegen einen Strike gleich. Wird ein bisschen ruckelig hier. Fuck! A low energy reaction with residue bombs. Gar nicht so schlecht. Danke. So, wo bin ich jetzt gelandet? Platz 17. 4816 Punkte. Ach, guckt euch mal den ersten an. Wahnsinn. Ja, der Mo Tenzin ist auch nicht schlecht. 12.956 Punkte. Aber dicht gefolgt von Hoshi. Also da muss ich echt noch üben. Das kriege ich nicht hin. Aber ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Ich wollte euch einen kleinen Einblick von dem Spiel hier verschaffen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und ja, wer noch nicht den Abo-Button gedrückt hat, bitte jetzt den Abo-Button drücken. Würde mich echt freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.